Grüße euch heute Morgen herzlich zu unserem Go for Peace Morgenimpuls. Als Video ist es ja der letzte für die nächsten knapp 3 Wochen, aber dann geht's weiter. Aber die Mottos, die kommen auch jeden Morgen in der App. Heute schauen wir mal in diesen Messbecher voller Zwiebeln. Passen da noch Zwiebeln rein? Klar, nee, das geht nicht. Da muss erst was raus, damit was Neues wieder hineingefüllt werden kann. Und um dieses Faktum, dass wir Menschen auch oft total voll sind von uns selber, geht es im heutigen Evangelium, aufgeschrieben bei Markus im 9. Kapitel, die Verse 30 bis 37. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch Galiläa und er möchte ihnen das anvertrauen, was ihn zutiefst bedrückt, dass er nämlich ausgeliefert werden wird, dass er getötet werden wird. Und dann gibt er ihnen schon die Hoffnung mit, dass er aber 3 Tage nach seinem Tod wieder auferstehen wird. Die Jünger verstehen das nicht. Ich stelle mir vor, dass Jesus richtig gelitten hat, dass er Angst hatte vor dem, was kommt, und er sucht Menschen, denen er das anvertrauen kann. Und die Jünger gehen weiter, und was machen sie unterwegs? Sie reden darüber, wer von ihnen der Größte sei. Das muss für Jesus, als es in Kapernaum rauskommt, ein richtiger Schock und eine richtige Belastung und eine Enttäuschung gewesen sein. Aber er verurteilt sie nicht, sondern er stellt ein Kind in ihre Mitte. Kinder, die galten damals nicht viel, die liefen einfach so mit. Also er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte dann, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf und auch den, der mich gesandt hat. Also Jesus möchte den Jüngern klar machen, dass sie nicht nach oben schielen sollen, on top, sondern dass sie gerufen sind zu lieben, und das heißt immer nach unten zu gucken und die Kleinen nicht zu vergessen, sondern ihnen nahe zu sein, die Armen, die Alten, die Kleinen, die Benachteiligten. Wenn wir das tun, dann sind wir leer von uns selber, dann ist auf einmal unser Herz frei und offen für den Augenblick, und dann wäre die Botschaft Jesu wahrscheinlich bei den Jüngern ganz anders angekommen. Sie hätten das aufgenommen und sie wären diesen Weg anders mit Jesus gegangen. Es braucht dieses tiefe Vertrauen, dass wenn wir uns leer machen aus Liebe, Gott unsere Leere wieder füllen wird, oft mit ganz unerwartetem Neuen. Aber dafür braucht es den Mut, uns leer zu machen. Also, ich wünsche euch für die nächste Zeit, in der wir uns nicht über das Video hören werden, wie gesagt, in knapp 3 Wochen geht es weiter wieder, ich wünsche euch die Zeit, immer den Mut aus Liebe, uns leer zu machen, im Vertrauen, Gott füllt deine Leere. God will fill your emptiness. Eine ganz gute Zeit und bis bald wieder. Gott füllt deine Leere.